Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde MCPP Hard to Games. Und wenn hier alles gut läuft und ich die Runde hier gewinne, wird das hier mein 500. HG-Win. Und ja, das ist richtig cool, das spiele ich auch mit meinem Lieblingskit Kangaroo. Und ja, ich habe auch außerdem Kangaroo ausgewählt, damit ich die Schmiede bekomme, die dort hinten ist. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Runde AG, wenn sie was wird. Und ja, so auf jeden Fall laufen wir jetzt erstmal dort hinten und dann hole ich mir gleich Holz und mache mir den Schildertrick wie in der letzten Runde. Und bei mir ist ja einfach mal eine Fliege. Ah, das ist voll eklig. Kennt ihr das, wenn so Fliegen bei euch sind und ihr gerade spielt und ihr keine Fliegenklatsche oder so zur Hand habt? Das ist richtig scheiße. Na, wesen habe ich ein bisschen Stuff. Die Öfen nehme ich auch gleich mal mit. So, ey, diese Kackfliege, Mann. Okay, jetzt haben wir hier so eine kleine Challenge auch noch zum 500. HG mit einer Fliege zu spielen. Die will ich aber nicht hier. Die Karotten will ich nicht. Die Kartoffeln wollte ich nämlich nicht. So. Wir begeben uns erstmal wieder nach dort hinten und ich hole mir dann ganz kurz Holz. Und mit dem Holz mache ich mir dann schnell Bolz und ein Schild. Also drei Schilder bekomme ich ja, wenn ich mir ein Schild crafte. Und ja. So, ach, diese Kackdings brauche ich gar nicht. So, Holz. Schönes, gutes Holz. Bam. Fünf Stück, ja, sollte erstmal reichen. So. Was habe ich? Eine Spitzhacke. Die hilft natürlich sehr. So, dann mache ich mir ganz kurz mal eine Axt, damit ich mir ganz schnell noch mehr Holz holen kann. So schnell hier. Das reicht mir schon auf die 1. Ziemlich sehr unsortiert jetzt gerade. Hoffentlich kommt keiner, das wäre nicht so schön. So. Dann habe ich jetzt auch gleich Bolz. Und dann brauche ich mich schnell nach unten. Komm schon. So. Und dann hier ist auch noch ein schönes Steinschwert. So. Dann mache ich das mal so und so. So, und dann hole ich mir jetzt ganz schnell Kakteen, denn wie ihr wisst, gibt es ja den Trick wieder mit dem Schild. Wer es noch nicht gesehen hat, sieht es jetzt. Einfach ein Kaktus rechts klicken und dann wird da einfach so abgebaut. Aber man muss halt ein Schild haben. Sonst funktioniert das Ganze hier nicht. Und hier ist. Das macht man halt manchmal, dass man einfach auf den Kaktus ein Schild setzt, so wie ich gerade, weil ich zu dumm bin. So, jetzt aber. Bam. Am besten funktioniert das, wenn die zwei hoch sind, dann verklickt man sich nicht so oft. Wenn der ein hoch ist, setzt man das manchmal oben drauf, deshalb ist das nicht so schön. Jetzt esse ich mal wieder schnell was. Und ja, ist halt nicht so eine volle Runde HG, aber ist ja auch eigentlich egal. Ist eigentlich nur eine normale Runde Hard to Games, obwohl das hier mein 500. Win werden soll. Also ich habe schon 10, 20 Minuten gewartet, bis ein voller Server irgendwie da ist, so 120, aber ich glaube, es gibt keine 120er Server mehr. Also könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal wieder einen 120er Server auf EU gespielt habt. Ich nämlich schon lange nicht mehr. Und ja. So. Dann gehe ich jetzt erstmal zum nächsten und schmeiße erstmal die Sachen weg, die ich nicht brauche. Zum Beispiel das behalte ich mal. Die Schilder behalte ich auch und das kann gleich so. Die Akt könnte ich noch später gebrauchen. Wenn ich zum Beispiel meine Trap gerate. Beispiel, ich habe hier vorher noch eine Runde HG gespielt, habe aber nicht aufgenommen. Da hätte ich die mal aufgenommen, die war einfach richtig Hammer. Ich hatte zwar nur 5 Kills und bis zum Fies hatte ich eigentlich nur einen Kill. Aber dafür habe ich mindestens 50 mal oder so MLG'd, weil es war einfach so ein Tower. Ich bin immer wieder hochgegangen, bin immer wieder runtergefallen und da ist einfach eine Pyramide. Vielleicht war da noch keiner drin, ne? Das wäre echt sehr schön. Ich bin zum Glück Känguru, deshalb kann ich den jetzt ganz einfach verfolgen. Auf jeden Fall leid, dass ich jetzt mein Känguru-Kit einsetze, aber ich will doch ganz schnell weiter. Trotzdem der Soup nicht schlecht, du. Hier, vielen Dank für die Suppen. Diese Fliege, ne? Es ist so nervig. Schreibt mal hier in die Kommentare, ob das auch schon mal hatte in der Aufnahme oder keine Ahnung. Oder in einem
normalen Gameplay oder einfach so, keine Ahnung. Schreib es mir einfach mal in die Kommentare. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Tempel hin und gucke, ob der schon geraidet ist. Wenn nicht, das wäre richtig geil. Hätten wir eine Schmiede und einen Tempel in meinen 500. Win, wenn ich die Runde gewinne. Was ich natürlich hoffe. Und ja. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier runter und der ist noch nicht geraidet. Wie geil ist das denn bitte? Das hoffe ich, dass es nicht in die Mitte fällt. Gut. Als erstes baue ich erstmal die Druckplatte hier ab, weil ich habe kein Bock, dass das TNT drin explodiert und ich sterbe. Oh mein Gott, wir haben 17 Gold, Leute. 26 Gold, 2 Diamanten, 4 Eisen, 8 Eisen, nochmal 3 Dias. Was ist das denn bitte für ein geiler Tempel, meine lieben Freunde? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das hole ich mir hier schnell ein bisschen Sandstein, damit ich hier schnell hochkomme. So. Und dann gehen wir einfach ganz schnell hier raus. So. Und dann begebe ich mich ganz kurz hier hin und hole mir schnell Holz. Dafür schmeiße ich mal die Sandsteine weg. So. Und so. Dann gehe ich hier hoch. Heps, heps. Nein, ich will nicht runterfallen. So aber. Dann machen wir uns einen schönen Crafting-Table. So. Und craften uns zuerst erstmal eine Chestplate. Danach würde ich sagen, machen wir uns erstmal ein schönes Diamantschwert, denn ein Diaschwert ist einfach richtig geil. Und dann machen wir uns noch aus dem schönen Gold einen schönen Helm. Und schöne Schuhe. So, und da das sehr schnell kaputt geht, also das Gold behalte ich einfach mal. Und dann schmeiß die Sticks weg. So. Und dann baue ich den Crafting Table wieder ab und sortiere gleich mein Inventar. Nicht, dass irgendwer wieder meckert, du hast ein scheiß sortiertes Inventar. Hey, ja Gott, das kann auch wieder weg. Das auch. Dann das dahin und das dorthin. So. Dann sollte eigentlich alles sehr schön in mein Inventar geordnet sein. Und dann gehe ich auch schon zum nächsten. Leider kann man sich keinen Diamanteimer machen, sonst werde ich mir natürlich gerne einen Diamanteimer machen. Damit ich eventuell MLG'n kann und ein Goldeimer geht auch und deshalb kann ich mir leider nichts machen. Ich glaube, im 1.8-Update kann man sich sogar Wasser sage ich schon, Holzeimer craften. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich habe das mal gehört oder so. Aber, naja. So. Auf jeden Fall gehen wir zum nächsten. Der heißt Klarinette. Auch ein ganz cooler Name. Vielleicht spielt er ja Klarinette. Kann ja sein. Mein Axt habe ich noch gut. Ich bin jetzt immer sehr, naja, vorsichtig. Wegen, ihr wisst schon, Traps. Das Einzige, was ich jetzt sterben könnte, wäre ein Fallschaden. Oder an den Typen hier. Hallo. Oh, der hat Hex. Ja, Mann. Wenn ich jetzt in dieser Runde an den Hackert sterbe, das wäre nicht so schön. Aber der Kai-San hat Hex, das habe ich gerade gesehen. Aber leider weiß er nicht, wie man zoomt. Deshalb, naja. Tut es mir leid, also. Wenn er nicht gehackt hat, dann sah es sehr komisch aus. Also ich bin da hingegangen, hat er sich sofort umgedreht. Und das sieht bei mir eigentlich meistens immer nach Hex aus. Und deshalb keine Ahnung, ob der jetzt gehackt hat. Ich will ihn jetzt auch nicht beschuldigen. Schreibt es mir einfach jetzt in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, was ihr dazu meint. Also ich meine, er hat gehackt. Ich gucke es mir gleich nochmal in der Aufnahme an, falls hier aufhören, was Gutes wird. Was ich jetzt aber denke, da ich eigentlich ziemlich viel Stuff jetzt habe. Und noch die Challenge hier mit der schönen Fliege, die immer hier vor meiner Nase herumfliegt, Mann. Geh weg. Hau ab, du. So, und jetzt gehe ich einfach zum nächsten. Und hoffe mal, dass der auch nicht so viel Stuff hat. Also nicht hackt, so wie der eine, der. Wer war das? Kim? Oder wie hieß der? Der Kaiso-san. Der hat ein bisschen gehackt. Und, ja. Dort bist du hier unten. Oder bist du weitergerannt? Du bist weitergerannt. Oder nee, bist du hier unten? Ich glaube. Bei solchen Leuten habe ich immer wieder Angst, weil, wie ihr wisst, Traps und so, habe ich nicht so gute Erfahrungen mit. Ich glaube, der junge Mann ist hier. Nein, der ist hier. Ja, der ist hier so weit unten, ey. Geht ja mal gar nicht. Ich habe eine Eisenspitzhacke, deshalb sollte ich schnell unten sein. Ich habe keinen Bock, mich sicher runterzubauen, da es ja eh nicht mehr solche kranken Schluchten gibt. Seit dem Update und das Eisen, ja, keine Ahnung. Ich habe Gold und Eisensachen, das reicht jetzt erstmal. Ich weiß nicht.
Hallo. Wie geht es dir? Oh, du bist Viper. Ist aber schön, du, dass du Viper bist. Good fight. Da ja auch noch Eisen hattest du. Das werde ich mal gleich umwandeln. In ein. Oh, sogar Cookies. Ja, die Cookies brauche ich nicht. Kein Hunger auf Kekse heute. So, das kann weg. Hat er sich da hinten gleich noch Eisen gebraten? Yep, hat er. Das heißt, ich habe gleich wieder Full Iron. Ich habe jetzt gleich Full Iron. Und mein Inventar gleich wieder sortieren. So, das kommt erstmal nach da. So, das brauche ich nämlich nicht. So, dann gehe ich auch hier raus, damit ich mich nicht mehr so unsicher fühle. Und dann suchen wir mal ganz kurz Wasser. Habe ich dort hinten Wasser gesehen? Yep, habe ich. Ha, la, 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 la. Schön. Das haben wir auch schön, das Wasser. Das heißt, wir können jetzt auch mal schön zum nächsten gehen. Der nächste heißt Mariyuma. Und ich denke mal, dass der gut sein wird. Joa, dann gehen wir da mal hin. Dum, 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 dum. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wie Leute leben denn noch? Ich weiß es nicht. Ich spreche gerade irgendwie anders, weil ich gerade noch so höre, dass meine Eltern wiederkommen und meine Eltern waren dann weggefahren und so. Dies, das, jetzt habe ich. Das heißt, dass sie wahrscheinlich gleich wieder in mein Zimmer kommen werden. Das heißt, dass ihr gleich eventuell, wenn ich meine Stimme nicht mehr hört. Und, ja. Deshalb gehen wir jetzt erstmal zu Mariyuma und hoffen, Mariyuma so rum. Und hoffen, dass, meine Eltern Erbarmen mit mir haben und nicht in mein Zimmer kommen, wenn ich hier gerade aufnehme. Kennt ihr das vielleicht auch, wenn ihr so zockt mit so Freunden im TS oder so und dann einfach eure Eltern im Zimmer und wollen dann was von euch. So was mag ich immer nicht, das ist so. Oh, Vieh startet. 5 Minuten und Playerlist. Das ist der letzte, deshalb gehe ich einfach mal zu ihm und habe keinen Bock auf das Vieh. Ich hoffe mal, dass er ein paar Dings hat. Ein paar, oh, du bist nicht mal hier. Bist denn du, Schatzi? Wird ein bisschen Schatz. Och, Schatzi, Mann. Das kann weg, das kann dahin, das kommt dahin. So, das noch weg. Das noch weg, das dahin. Und dann essen wir was. Und ich denke mal, dass er jetzt raus meine Eltern hört. Deshalb werde ich das wahrscheinlich irgendwie rausdingsen. Und, ja, Creepermann, explodierst du mal. Okay, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass der Junge nicht so viel Stuff hat. Wenn er viel Stuff hat, das wäre nicht so schön, denn ihr wisst ja. Na, was wisst ihr? Es ist nicht so schön, gegen Leute zu fighten, die gut ausgerüstet sind. Ich glaube, der kommt gerade raus. Werde ich auch mal rausgehen. Jo, dort ist er. Hallo. Mein Freund. Och, nee, bist du. Och, na, oh nö. Och nö. Hallo. Na du. Was kriege ich denn? Mit dem Wassereimer? Oder mit, ne, mit dem Diamant? Komm her. Heute gehen wir mal heute mit 2. Ah, good fight. Juhu, mein 500. Win. Screenshot. Bam. 500 Wins. Wuhu. Na egal. Also auf jeden Fall war es das von dieser Runde Hardcore Games. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und ihr seht ja schon eingeblendet meine Stats und mein die Stats der Runde und mein Profil, wo ich jetzt meine 500 Wins habe. Und ja, es wäre sehr nett, wenn ihr das Video positiv bewerten würdet. Und ja, das war's. Bis dann. Haut rein und ciao. Pschuh.